Krümel, wie sieht's bei dir aus? Was? Halten? Achso. Du musst, wo ist denn das? Was meine Firma heißt? Meine? Meine. Nee, wie deine heißt, weiß ich nicht. Gleich da. Gleich da. Meine heißt Lul, weil ich nichts anderes eingeben wollte. Gleich da. Fernfahrten musst du machen, das ist umso voller, umso mehr. Okay. Dann habe ich hochwertige Fracht voll, verbrechliche Fracht voll. Also sollte man es doch vielleicht nicht löschen. Wieso, musst du das neu machen alles? Ja, weil ich habe gar nichts mehr, was ich vorher hatte. Ich hatte schon was hochgeskillt. Bei mir ist alles auf Null. Ja, da hast du dich aber nicht eingeloggt. Das kann auch sein. Ja, und daran wird es liegen. Ja, okay. Ja, gut, das ist nicht so wild. Ja, bei mir bist du jetzt auf jeden Fall auch wieder blau, Krümel. Sowohl im Spiel als auch. Nein. Ey. Luca zieht auch komplett durch, ne, Rockhart? Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, der ruft an und will nach Hause. Echt? Der zieht komplett durch. Ja, wer hat denn das bezahlt? Das kostet aber schon ein bisschen was. Na, er hatte 300 Euro bekommen von meinem Bruder, weil die ja im Urlaub fahren und er ja zu Hause bleibt. Er fährt ja nicht mit im Urlaub. Davon konnte er 100 Euro nehmen und den Rest musste er bezahlen. Wovon konnte er 100 Euro nehmen? Genau, von den 300 Euro, weil die anderen 200 Euro soll er für den wirklichen Urlaub aufheben, wenn sie nicht da sind. Sonst sind die weg. Ach, und dann so. Hat er ja nichts mehr. Achso, ja, ich verstehe, wegen Einkaufen und sonst was. Genau. Ja, was kostet das da jetzt? Das Ticket? Oh, das weiß ich gar nicht. 200 bestimmt. Meinst du? Ja, doch. Das ist teurer, ja, definitiv teurer als auf dem Spirit. Ja. Wieder da? WB. Würde mich. Wie hast du den Server geschrieben? Ja, frag mal Kopf, wie der das jetzt gemacht hat. Ich hab... Ich bin nicht auf Suchen gegangen. Eggy hat mir eine Einladung geschickt, den habe ich alles nochmal neu gemacht und dann bin ich einfach nur auf die Liste und dann stand der Eggy schon gleich ganz oben. Okay. Dann muss ich, warte. Halte ich nochmal an hier eben. Rockhart, ich gucke mal, ob das hier noch steht. Ja, wahrscheinlich bei Steam-Betten irgendwie. Die haben da auch irgendwie ganz komische Karten, irgendwie Karten für 15 Personen und dann haben sie auch einen begrenzten Platz, der ist so ausgewiesen für 15 Personen maximal. Tickets. Habt ihr mal meinen Freundescode bei Dings geschickt? Nachher etwas leiser machen? Ja, warte. Ja, die schreit immer so. Gehört noch? Mimi, ja, hab ich. Ups. Soll das eine Anfrage haben? So. Wo ist Dean heute? Also bist du offline, unsichtbar oder weiß ich nicht. Nee, du bist offline. Du bist bei mir auch offline. Ich hab dich mal zum Spiel eingeladen, vielleicht hast du trotzdem was gekriegt. Ah, okay, 100 Euro glatt. Okay, ich hätte zwar auch noch gedacht. Hast du was bekommen? So, jetzt bin ich angemeldet. Nee, die wollte nicht zum Rockharz. Nein, das glaube ich nicht. Hast du keine Nachricht bekommen jetzt, oder was? Habe ich nicht. Oh Mann, ey. Jetzt? Ja. Jetzt müsstest du da auf irgendwas Spiel starten klicken, meinte der Kopf, glaube ich, vorhin. Und dann war bei ihm in der Konvoi-Suche dann mein Name dazu. Genau, ich habe gar nicht gesucht. Das stand gleich schon oben drüber. Ganz oben, ohne zu suchen.
mit so einem Schloss vor. Er scheint mein Neffe Hattest wollte hin. Hattest du das Spiel komplett zu? Nee. Ich bin einfach nur nochmal raus und bin unten auf Konvoi gegangen und dann auf Lobby. Ah, ja. Zack, jetzt auch an oben, ja? Ja. Ja. Aber seid ihr jetzt hier schon drauf? Oder bist du hier schon drauf? Ich bin hier schon drauf eigentlich, ja. Okay, und sie steht jetzt auch an Nara verbunden. Ach doch, da, verbunden, ja, da steht er gerade. Du auch, Nara, ja. Und jetzt kann ich Aufträge machen. Ja, jetzt kannst du Aufträge machen. Also, damals haben wir halt immer alle die gleichen Aufträge gemacht, aber du hast ja keine DLCs. Nee, hab ich nicht. Und das Problem bei den gleichen Aufträgen, wenn man der eine weiter ist und der andere weniger weiter, du hast halt immer andere Aufträge. Ja. Also eigentlich, ja, sehen wir uns jetzt nur auf der Map und wenn wir Glück haben, mal, wenn wir dieselbe Strecke fahren. Tag-Nacht wird nicht synchronisiert, bei Eggy ist hell, bei mir ist, stimmt, bei Eggy ist hell, bei mir ist dunkel. Ich bin ja auch im komplett anderen Land, Alter. Ach so. Wahrscheinlich. Ach so, Zeitverschiebung. Bin gerade in Finnland. Ich weiß nicht, wo du rumturnst. Wie spät ist es bei dir gerade auf dem Tacho? 7.30 Uhr. Bei mir 6.43 Uhr. Bei Nara? Moment. 4.23 Uhr. Wow, okay. Also wenn wir jetzt nebeneinander fahren, gut, ja, wahrscheinlich, weil er hier in Finnland rumeiert. Ist doch kalt. Ich sitze im Auto, oder? Aber Finnland würde ich auch gerne mal fahren in Real Life. Doch. Finnland, Schottland, Amerika so. Ich hätte. Das ist schon ein Unterschied. Finnland ist schon ein Unterschied zu Schottland. Ja, also, aber diese Länder, so, die würde ich gerne bereisen. Denn lieber dahin als Spanien, Türkei oder so, weißt du? Ja, ganz ehrlich. Ja. Wenn dein Kind mal weg ist. Ja. Dann muss man ein bisschen planen. Und dann fährt man einfach mit deinem Bus. Mhm. Rüber, fertig. Ist doch nicht. Also, das ist. Finnland jetzt oder was? Zwei Tage. Bist du da? Ja. Ja. Ich hätte da wirklich Bock drauf. Man kann ja auch erstmal Dänemark machen oder Norwegen oder so. Und dann war erstmal Schweden, weil das ist nämlich das kommt da am nächsten. Oder Holland. Ja, Holland. Nächstes Jahr zu Gamescom, zu TwitchCon. Das war dieses Jahr da, oder? Ja, ist nächstes Jahr auch, diese nächsten 4 Jahre wohl. Achso. Außer Twitch Europe. Das ist nächstes Jahr wieder was. Problem ist, du kriegst keine Partner wahrscheinlich, du kriegst nur normalen Affiliate-Dings. Musst du ja beantragen, glaube ich. Ja. Genau, was du dir kaufen über das Dashboard, dann kriegst du nämlich die Errungenschaft. Ja, und dann kommst du in separate Bereiche, ne? Bist ja nie bei den Großen. Nee, aber du kommst halt in andere Bereiche, wie es. Also, Affiliate-Bereiche gibt es, dann gibt es einmal die Partnerbereiche. Partner kommen überall hin, Affiliate kommen nur bis zu kurz vor Partner. Ja. Aber wir können über Tanzverbund treffen. Mhm. Ja. Aber von denen holen wir uns auf jeden Fall keine Finanzen-Tipps. Aber Geld. Nach links, nach rechts. Ich sollte mal mein OBS wieder im Vordergrund packen, ich war hier am Discord. Ups. Ey, wieder Maut. Kann aber die wahr sein. Wenn es zocken, Kriebes hat keinen Bock, Nara dreimal zu hören. und wenn der dritte ist, weiß ich nicht. Stimmt, ihr hört ja Nara, wenn sie. Ja, okay. Wahrscheinlich. Er hört Nara bestimmt so, dann bei dir und bei mir. Ja. Geil, ey. Das nennt sich Dolby Surround Sound. Das sind 3.1. Scheiß auf 5.1. 7.1, Alter. Ich bin gerade wirklich die letzten 2 Tage hart im Überlegen, ob ich mir vielleicht doch noch ein Bett bastel für den Bus. Ja. Für Spirit. Ist ja eigentlich nichts Wildes.
Na, gehen nur zwei OBS-Platten. Und vielleicht vier Füße für vorne. Wenn nicht. Ja, ist halt die Frage. Baust du im Bett rein, ist weniger Platz, ne? Naja, das muss alles raus halt. Das mache ich ja dann für die Fahrt raus. Ne? Die Bretter kannst du ja an die Seite schieben. Ja, klar. Ich meine aber auch hinterher ist ein weniger Platz. Naja, du könntest es unten runterschieben, ne? Weil das wäre ja mindestens so hoch wie der Sitz. Also wenn er umgeklappt ist. Weil die mittlere Reihe würde ich ja dann umklappen und darüber dann das Brett legen. Dann hättest du so circa noch einen Stauraum vom halben Meter. Ja, 40. Das würde gehen. So, dass genau auf der Höhe von der Endstufe dann, wenn die Endstufe drin liegt, der Subwoofer drin liegt. Ja, mal gucken. Mal schauen. Wenn du da einkaufen fahren willst, oder was? Ja gut, ich will die ja nicht irgendwie verschrauben, ne? Ich guck mal. Ich warte erstmal die Inspektion ab. Weil heute ist ja auch so arschteuer geworden wieder. Wie soll was denn? Was, die Inspektion? Nein, heute die Sache nochmal nicht. Ach so, weiß ich jetzt nicht, aber ich habe letztes Mal einen Pfeiler geholt mit meinem Vater, das war so 70x70er Pfeiler. 2 Meter lang. Holz, meinst du? Ja. Einfach mal 10 Euro so ein Scheißding oder 12. Ich hab verstanden, heute. Nee, Holz. Holz ist sehr teuer geworden. Ja, Holz ist teuer. Das war ja zu Corona-Zeiten, konntest du diese Platten ja gar nicht bezahlen, diese OBS-Platten. Ja. So, heute ist Twitch aber echt blöd. Heute blinkt. Ist bei dir auch manche schwarzeckig? Shiny war vor. Es ist komisch. Liebes, dein Job. Der ist gerade kurz AFK. Hat er nichts gesagt bei mir? Boah, ist ein drin, der Viewer-Ding ist kacke gemacht. Ach, übrigens, der Dings war heute nur 22 Minuten live gewesen, der zweite Kanal. Ja, ich hab mich schon gewundert vorhin, ich wollte ja schreiben. Um 10.22 Uhr war er wieder offline. Weiß ich nicht, ob der Herr Server das hier hört. Ja, dann haben wir das schon gewundert. Aber normalerweise war er immer lange online jetzt. Ja, eigentlich immer bis zum 9. Halb 8 manchmal. Oh, ich leg mich mal kurz hin. Ja, ich hab's schon selber gemacht. Aber du kannst ja mal melden, das kann ich jetzt nicht. Oder könnte ich schon, aber muss ich anders. Ihr müsst jetzt. Wie waren hier nochmal. Zum Monitor drehen. Nein, wir waren hier nochmal. Wie heißt es denn jetzt, Alter? Autopilot, wollte ich gerade sagen. Ich komme nicht auf den Namen, Alter. Bin bescheuert. Tempomat. Ich doch. Hier rufe ich nochmal einen Kfz-Typen. Was hast du jetzt gemacht? Ich liege auf der Seite. Oh nee. Ich möchte auch nicht drüber reden. Nee, ich auch nicht. Nordlicht, jawohl. Mann, ey. Wie rufe ich denn jetzt nochmal so einen Typen? Ja, unten das Telefon wahrscheinlich. F7. Dienstleistungen Eingabe. Ach, guck. Zuwärts. Also, denk ich. Oh. Ja, doch. Müssen wir mal ein bisschen Spannung reinbringen hier, ne? Ich hätte es ja auch schaffen können, die Kurve. Geil, lieben wir. Überhaupt. Wie das eine Mal, wo ich hier nach Wolfenbüttel gefahren bin, wo da einfach mal so ein New Holland auf der Seite lag. Ein Trecker mit der Spritze hinten dran. Ah ja.
das erzählt noch ein paar Stück irgendwie. Ja, ja. Alter, das sah auch übel aus. So ein Riesending war das gewesen. Er lag einfach auf, vollkommen auf der Seite. So ein bisschen zu schnell im Kreisverkehr reingeballert.